Also, auf geht's. Wir sind wieder einmal auf Dragonshire und auf der linken Seite gespawnt als blaues Team Whiskey Coker gemischt mit AFK1, ein Team, was ich glaube ich gestern zum ersten Mal gesehen habe. Ja, da haben wir Fontop auf Muradin. Wir haben Roll, der hier wen spielt. Oh Gott, ich kann es nicht sehen. Ich glaube Tyrande. Dann Kumato Boss auf Brightwing. Nasty spielt Valor. Und zu guter Letzt Snitch spielt Tychus. Und ihre Gegner sind als rotes Team gespawnt auf der rechten Seite. Fnatic mit Fretz auf Aphis. Mit Laul auf Rayna. Und hier unten der Triple Stack. Castle auf Tassadar. Ace of Spades spielt Uther. Und Shinobu spielt Sergeant Hammer. Ja, sehr, sehr gut gewählter Triple Stack hier unten. Aber sie müssen oben aufpassen. Laul muss da sehr, sehr weit zurückstehen. Und das ist echt mal ein interessanter Skin. Bitter mit einem blonden Rayna. Okay, sehr interessant. Den habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Rayna, der muss einfach dunkle Haare haben bei mir. So, da ist die Rotation. Sie haben also, wie gesagt, oben nur ein bisschen geklärt. So, Kessel kommt davon. Tyrande kann da auch nicht wirklich den Root setzen. Beziehungsweise den Stun. Ja, und Shinobu bringt sich schon in eine ordentliche Position. Wird da, denke ich mal, noch ein paar Minen in diesem Busch hier verteilen. Und dann halt hier, sobald die Schreine auch da sind, in 14 Sekunden Kontrolle über den Schrein ganz gut kriegen. Weil ich glaube nicht, dass hier sehr gut zurückgepusht werden kann auf Seiten von Fnatic. Also vielleicht ist die Double Support Combo auch einfach auf Dragonshire nicht ganz so gut, weil wenn man halt gegen so eine harte Push Combo spielt, gegen den Siege Tank, gegen Tassadar in derselben Lane, dann kommst du da fast gar nicht ran und du hast auch nicht den Schadens Output, um Shinobu, also beziehungsweise den Siege Tank überhaupt rauszunehmen. Oh, ein super Stun hier auf Fontop. Ah, der kann im Notfall immer noch davon springen. Also sehr, sehr solide Kontrolle hier auf Seiten von Fnatic. Haben jetzt beide Schreine gleich unter Kontrolle. Aphis versucht hier Kumato Boss immer wieder zurückzudrücken, aber warum holt er sich nicht den Schrein? Eigentlich könnte Rayna auch gegen Vella ankommen, wenn sie da mal einen Helden kurz hochschicken. Zum Beispiel Kessel. Ja, der bewegt sich auch schon hoch. Ne, der wartet. Der wartet einfach nur ein bisschen. Wollen rausdrücken. So, jetzt sind beide Schreine unter ihrer Kontrolle. Und Laul pirscht sich da an. Kann er was ausrichten? Er hat schon ein bisschen Schaden genommen. Ich glaube nicht, dass er es versuchen wird. Nicht ohne Hilfe zumindest. Oben, Kumato Boss will mal wieder auf den Schrein gehen, aber Fretz hält ihn auf. Guter Root gesetzt. Da kommt der Polymorph und Fretz versucht trotzdem mit der Verfolgung. Geht einfach nur darum, Kumato Boss so gut es geht zu beschäftigen. Und das macht er bis jetzt recht gut. Trotz allem, so schnell kriegen sie die Kontrolle nicht. Jetzt kommt Ace of Spades rein, das ist die Chance. Jetzt kann Laul da reingehen. Eigentlich will Ace of Spades vielleicht eher den Dragon Knight haben. Oh, da ist nochmal der Disrupt. Aber Nasty ist so extrem niedrig, der muss zurück. Und damit sollte das hier der Dragon Knight sein. Aphis kommt nochmal mit rein. Oh, schön unten zurückerobert. Super gemacht hier von Fontor, Brawl und auch Snitch. So, ich habe hier schon die Talente mal aufgemacht. Protective Shield, Conjurer's Pursuit of Uther. Das sieht alles ganz standardmäßig aus. Da haben wir die Frozen Wastes. Und hier unten Advanced Optics mit Give Me More. Also ein bisschen auf Heilung ausgelegt. Genauso ist es hier auch mit dem Healing Ward. Auch da Conjurer's Pursuit of Tassadar. Also spielt es ganz ähnlich wie auch Hasu Ops den Tassadar spielt. Und hier haben wir Resistant, um einfach Sergeant Hammer ein bisschen resistenter zu machen. Und Maelstrom Shells, um die Attackreichweite zu erhöhen. Also wird er nicht ganz so oft in Siege gehen, beziehungsweise einfach ein bisschen besser sein, wenn sie nicht gesieged ist. So, hier haben wir den Multishot-Build für Valor. Healing Ward haben wir auf Seiten von Tyrande und noch das Pierce mit drin. Jetzt haben sie mal wieder die Chance, auf den Dragon Knight zu gehen. Nasty muss da wirklich aufpassen. Da kommt nochmal der Stun, wird aber verfehlt leicht. Laul, diesmal muss er es schaffen. Diesmal muss er es schaffen. Es sei denn, die kriegen Kontrolle zurück. Nee, kriegen sie nicht. Laul holt sich hier den Dragon Knight. Wir haben noch kurz Zeit, hier die restlichen Skills anzugucken. Armor Piercing Rounds, Spray and Pray, also Overkill Skills. Da unten gibt es Bribe und Protective Shield. Und Perfect Storm auf Seiten von Muradin. Also schön den Stormbolt verbessert. Level 7 ist jetzt da für beide Spieler, für beide Teams. Cleanse kommt auf Uther. Rune Tap mit rein, Searing Attacks auf Rayna und First Aid für Sergeant Hammer, alles Standard Picks soweit. Dann Gust of Healing haben wir hier für Brightwing, First Aid für Tychus, Battle Moment für Vella und die True Shot Aura gibt's für Tyrande noch oben drauf. Searing Attacks hat noch gefehlt und Static Charge, also wird auch Tessa da höchstwahrscheinlich auf seine Storms gehen. Und der Dragon Knight, ja, der macht ja eigentlich ganz gute Arbeit. Soweit schon den Turm fast weggekriegt und Nasty muss ein bisschen zurück, muss natürlich aus diesem flammenden Schaden rausgehen.
Und Laul springt raus aus dem Dragon Knight. Die Zeit war vorbei. Und wird jetzt auch wieder auf seine Lane zurückgehen. Das Ganze nicht ganz so hart pushen, sobald Nasty da rausdrückt. Shinobu hat sich aber eine sehr, sehr gute Position gebracht. Und die haben alle noch viel Mana, viel Gesundheit. Also der Turm wird draufgehen. Und vielleicht können sie es sogar noch härter pushen. Weil Fontop hat schon einiges an Schaden genommen. Muss vielleicht noch ein zweiter Hero oder beziehungsweise ein dritter Hero auf die untere Lane gehen. Ja, komm nochmal rauf. Schönes Schild auf Shinobu. Das heißt, er kann die Position weiter halten. Und jetzt kommt der Unsiege. Versucht es nochmal mit der Belagerung weiter vorne. Echt eine gute Idee. Solange sie es hier noch halten können, solange Fontop noch relativ niedrig ist und sie zu dritt hier sind, können sie einfach weiter Schaden ausbauen. Immer weiter diese Lane reindrücken. Ah, interessant. Muskikoko versucht sie mit dem Bruiser Camp. Das ist eine gute Wahl, weil Komodo Boss könnte durchaus Hilfe gebrauchen gegen Threads. Und mit den Bruisern kann er halt schön einen Counterpush geben, beziehungsweise erstmal das Ganze verteidigen. Weil die Türme haben schon, ja, ein Turm schon tot, der andere fast tot, kaum noch Munition verbleibend. Unten wird währenddessen weiter hart gepusht. Fontop hat inzwischen Hilfe bekommen, Snitch ist noch mit reingekommen in die Lane. Aber sie kommen halt nicht an Shinobu ran. Jetzt sind die Level 10 Talente für alle Teams da. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, keine großartigen Überraschungen. Raiders. Oh, wir haben Blink Heal auf Brightwing. Das ist vielleicht doch das Einzige, was hier noch hervorsticht. Und Starfall auf Seiten von Tyrande. Macht durchaus Sinn. Also, da fehlt ihnen halt nur der große Stun, um den Starfall wirklich mehr auszunutzen. Oh, Kessel kriegt hier ein bisschen was an Schaden ab, aber mit dem Phase Shift kommt er schön davon. Super Stun allerdings nochmal gesetzt von Roll. Die muss aber sofort zurück. Und genauso sieht es auch bei SK aus, beziehungsweise Fnatic. Die müssen sich komplett zurückziehen gerade. Oh, da werden sie aufgewischt. Aufgewischt. Super gesetzter Starfall. Shinobu muss zurückstecken. Und damit sollte der untere Schrein hier in perfekte Kontrolle kommen für Whiskey Coker. Oben schaffen sie es nicht ganz. Da musste Brightwing komplett die Lane verlassen. Und Arthas drückt da einfach weiter durch. Shinobu sehr, sehr gewagt, was der Junge hier macht. Aber es könnte sogar passen. Oh, oder auch nicht. Doch, der Boost kommt rein. Das schafft er. Schafft er wunderbar. Threads hat sich den oberen Schrein gesichert. Auf jeden Fall ein guter Move, weil ja, momentan sah es echt ganz gut aus für Whiskey Coker. Die konnten da viel erreichen, haben die untere Lane komplett in ihrer Kontrolle. Und jetzt holen sie sich ja auch noch das Siege Camp mit dazu. Ja, das macht Nasty ganz alleine. Ja, Tessela hält hier die Mitte ganz gut. Gucken wir uns mal Siege Damage an. Oh ja, Arthas ist sehr interessanterweise. Ich meine, der wurde komplett allein gelassen da oben. Normalerweise hätten wir jetzt hier einen Tesla oder einen Sergeant Hammer, die ordentlich Siege-Damage raushauen, aber hier ist es einfach das ganze Team. Und sogar Rayna ist vor Sergeant Hammer und Tesla. Die wurden einfach gut Paroli geboten. Aber sie sind jetzt hier fast auf Level 13, haben schon dementsprechend einen ganz guten Vorsprung. Auf Seiten von Whiskey Coker, Siege-Damage 25.000 auf Valor. Ja, auch gar nicht mal so schlecht. Aber sie hängen halt doch ganz gut zurück und das macht sich halt jetzt langsam auch bemerkbar. Ich denke mal, die könnten bald zwei Forts auf einmal draufgehen, wenn sie Pech haben. Die erste ist schon drauf. Unten wurde rausgenommen. Oben fehlen schon alle Gates. Ein Turm steht noch. Genauso sieht es da auch aus. Aber sie pushen einfach weiter durch. Holen sich die Keeps. Holen sich vielleicht das Keep noch. Das ganze Team ist da. Oh. Ja, da kommt auch direkt der Hearthstone zurück. Müssen zurückporten, um hier ihr Keep irgendwie zu sichern. Und ja, mit den Seatrains, die da noch mit reinkommen, die können sie schnell ausschalten. Fnatic währenddessen hat sich natürlich rechtzeitig zurückgezogen. Die wussten, okay, wenn der Hearthstone kommt, dann sind wir hier raus. Holen sie stattdessen die Bruiser oder versuchen es. Ja, schauen wir mal. Diesmal haben sie niemanden, der das Ganze hier auf der linken Seite scoutet. Ach, Threads steht ein bisschen weiter auf der linken Seite. Oh, Laul muss da oben aufpassen. Die trennen gerade das Team sehr, sehr hart. Oh, Laul, da kommt nochmal die Heilung rein von Ace of Spades. Critterize kommt rein, aber er kann sich heilen, kriegt nochmal ein Schild mit draufgesetzt von Castle. Beide Schreine gerade in Kontrolle für Whiskey Coker. Oh, Castle kommt wieder davon mit dem Face Shift. Immer wieder gut eingesetzte Face Shift. Jetzt kommt der Starfall rein, schön geplatziert. Shinobu kriegt da auch einiges von ab, aber Fontop muss raus aus dem Kampf. Oh, was war denn das hier gerade für ein Reign of Vengeance? Ich glaube, der hat fast gar nichts gebracht, aber sie konnten hier nicht aufhalten, dass der Dragon Knight genommen wurde. Snitch kickt hier auch direkt Arthas aus dem Kampf raus. Rayna's Raiders sind noch aktiv, machen ein bisschen Schaden auf Snitch. Er möchte sich natürlich mit seinem Team wieder verbünden, wieder zusammenführen, das Ganze. Und oben vielleicht sogar das Fort rausnehmen. Ja, guter Root. Da fliegt ja wieder der Threads.
Aber Snitch kommt jetzt hier langsam in Position. Oh, ein bisschen einen ungünstigen Weg genommen. Shinobu wird da auch weiter zurückgedrückt. Und der Rest von Fnatic kommt mit rein. Oh, der Root leicht verpasst hier. Also sie halten das Team halt zurück, können vielleicht das Fort sogar noch halten. Dragon Knight hat hier noch 20 Sekunden. 20 Sekunden müssen sie es irgendwie noch schaffen. Es wird schwierig. Alle Helden inzwischen auch wieder da für Whiskey Coker. Und auch auf Seiten von Fnatic. Oh, Snitch. Jetzt muss er langsam raus. Nur noch 10% Leben auf dem Dragon Knight. 5 Sekunden hat er eh noch gehabt. Nicht wirklich die Welt. Ja, aber sie haben das Wort halt noch am Leben gehalten. Hat nicht mehr so viel Energie, aber ein bisschen noch. Ein bisschen ist noch am Leben. Und somit eigentlich eine ganz gute Verteidigung hier auf Seiten von Fnatic. Oh, Freds läuft da in die Falle. Da kriegt er alles ab. Das muss doch reichen. Da kommt das Polymorph. Aber er kommt davon. Er kommt fürs Erste davon. Selbst die Eule schafft sie nicht rauszunehmen. Fontop ist extrem niedrig. Riskiert hier einiges, da nochmal reinzuspringen. Und da wird er auch dafür rausgenommen. Also da hat Muradin wirklich einen argen Fehler gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Aber die Odin-Form, die steht halt noch. Und somit kann hier Whiskey Coker auch noch weiter zurückdrücken. Insbesondere da Fnatic hier schon einiges an Schaden einstecken hat müssen. Kessel und Freds, alle beide sehr niedrig. Und ich glaube, diesmal muss das Fort dran glauben. Sehr, sehr guter Root gesetzt. Der SD muss da aufpassen. Kriegt auch direkt nochmal einen Cleanse drauf. Und bleibt am Leben. Snitch hier mit First Aid auch am Leben. Die haben eine sehr, sehr solide Frontline gebildet. Aber das Fort haben sie gekriegt. Nur Muradin einbüßen müssen. Das hätte deutlich besser ausgehen können. Da waren drei Helden auf Seiten von Fnatic, die extrem niedrig waren, die sie hier, ja, die durchaus auf der Speisekarte hätten stehen können. Aber Muradin hat zu viel riskiert und das kann er einfach nicht. Er ist der einzige Tank im Team. Selbst wenn man das Double Support hat, wenn die schon angeschlagen sind, dann musst du dich ein bisschen mehr zurückziehen und das Ganze einfach sicher runterspielen. Ich meine, Fnatic wollte eh dieses Fort irgendwie halten. Da bleiben sie schon da und da hast du schon eine Chance, irgendwie nochmal auf den Helden zu springen. Aber musst dann auf deine Heals warten. So, Fnatic, leichten Vorsprung, was die Erfahrungspunkte angehen, aber es ist nicht wirklich massiv. Beide Teams jetzt hier mit Level 16 Talenten auf dem Weg. Imposing Presence haben wir dafür Uther, Stone Skin für Arthas, Berserker auf Seiten von Rainer, Dimensional Warp für Tassela und Graduating Range für Sergeant Hammer. Auf Seiten von Whiskey Coker haben wir den Ranger, das heißt die Eule macht da nochmal ein bisschen mehr Schaden. Oh, guter CC hier gesetzt, Fontop, diesmal springt er weg und Rain of Vengeance macht auch ordentlich Schaden. Lau ist da sehr, sehr niedrig, aber zieht sich nochmal zurück. Odin-Form kann hier ein bisschen blockieren, dass Fnatic weiter zieht. Aber die ziehen trotzdem und die Odin-Form ist schon fast vorbei. Ja, da kommt er raus. Aber Tychus kann dann auch so gut austeilen. Ich glaube, trotz allem, da hier alle schon relativ niedrig sind, wird es keine großartige Verfolgungsjagd geben. Die Bruiser haben sie sich geschnappt und darauf kam es an. So, damit haben wir jetzt die Zeit, uns doch nochmal die Talente anzuschauen. Blood for Blood gibt es dafür Valor. Stone Skin auf Seiten von Monsieur Tychus. Dann gibt es Critterize für Brightwing und Stoneform für Muradin. Also auch da keinerlei Überraschung. Vorher, das Triple Rewind, das ist natürlich sehr, sehr schön. Also Tyrande hat sich das geschnappt, Brightwing und auch Muradin. Echt eine gute Variante. Oh, Uther haben sie hier geschnappt. Da war der wohl nicht ganz aufmerksam. Ja, hat hier oben vermutlich versucht, diesen Shrine sich ganz alleine zu schnappen. Und der Rest des Teams muss jetzt natürlich aufpassen. 4 gegen 5, sehr gefährlich. Insbesondere da Whiskey Coker halt gerade Kontrolle hat über beide Schreine und sich auch den Dragon Knight holt. Oh Mann, aber da konnte einfach Fnatic nichts gegen machen. Versuchen jetzt hier irgendwie das Fort natürlich zu halten, wenn es möglich ist. Beide Teams Level 17 gerade erreicht. Und Roll, der haut einfach nur Flaming Breath raus. Versucht hier das Fort so schnell wie möglich niederzukloppen und das kriegen sie auch hin. Haben damit jetzt einen leichten Fort-Vorteil und Shinobu, ja, ich glaube, sie drücken es jetzt nicht zu hart. Uther ist inzwischen wieder zurück im Kampf. Er muss dann doch zurückgezogen werden. Oh, Freds fehlt hier oben ab und da unten sehen wir die Rotation. Aber Fnatic darf jetzt nicht aufgeben, die müssen wieder zusammenkämpfen. Müssen das nächste Fort retten. Der Dragon Knight hat nur noch 3% Leben, also ich glaube nicht, dass er hier wirklich lange noch drin bleiben möchte. Wird das Ganze eher defensiv spielen, nochmal ein, zwei Flame Breaths rausholen, so gut er kann. Ne, da poppt er schon raus. Und damit sollten sie sich jetzt eigentlich auch zurückziehen. Ja, sieht so aus. Fontop springt er noch einmal rein, aber das war dann doch nichts. Trotz allem, ich denke schon, dass sich der Dragon Knight hier durchaus gelohnt hat.
haben einen Fort gekriegt, haben bei dem zweiten hier nochmal ein bisschen Schaden ausgeteilt, die Minion Wave geklärt und demnächst kommen hier auch die Siege Camps wieder. Bruiser Camp auch fast schon wieder da. Also haben jetzt kurz Zeit, das Ganze zu holen. Müssen aber aufpassen, dass Fnatic den Braten nicht riecht. Da kommt nochmal eine gute Eule, hat Shinobu gesehen, ihn sogar kurz gestreift hier. Und die sind auch gerade beschäftigt mit ihrem Siege Giant Camp. Also ich denke, das ist eine gute Wahl, jetzt hier auch auf die Siege Giants zu gehen. Genau, das machen sie auch. Also beide Teams werden sich jetzt hier auf der Botlane treffen und den nächsten Teamfight auskämpfen. Diesmal hat Whiskey Coke einen leichten Level-Vorteil. Nicht für lang, nicht für lang, aber trotz allem. Es könnte schon vielleicht genug sein, um hier dieses Fort rausnehmen zu können. Vielleicht reicht es. Jetzt kommt er nochmal mit rein. Ist natürlich eine sehr ordentliche Frontline, wenn Freds und Ace of Spades da wirklich weit vorne stehen. Aber die wollen hier erstmal nur die Siege Giants loswerden, damit die halt nicht weiterhin auf das Fort immer wieder raufknallen. Ja, also doch nicht der nächste Teamfight. Stattdessen verteilt sich hier Whiskey Poker, wollen direkt auf ihre Bruiser gehen, nehme ich mal an, und vielleicht einen Helden hochschicken, um da schon den Schrein zu sichern. Ja, sieht ganz so aus. Muradin holt sich oben den Schrein. Das ist eigentlich nur defensiv jetzt eingesetzt, weil sie halt Angst haben, dass Fnatic sich beide Schreine sichern könnte, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Aber Fnatic, die pushen stattdessen lieber. Ja, ob das was wird? Ich meine, sie haben Shinobu. Damit fällt hier auch schon der erste Turm. Aber die Bruiser, mit denen müssen sie halt klarkommen. Jetzt kommt hier Muradin und auch Vella von oben mit rein. Das ist gefährlich. Oh, da kommt die Eule auch direkt. Focus Fire kommt auf Shinobu, aber ein guter Storm. Sehr, sehr schöner Storm gesetzt. Konnte hier fast alle erwischen. Trotz allem, Rainer wird rausgenommen. Und Ace of Spades auch sehr, sehr niedrig. Freds weit abgetrennt vom Team. Versuchen ihn nochmal zu blocken, aber das wird nichts. Shinobu hier komplett hinten dran und den können sie auch rausziehen. Freds, der wird nochmal geroutet. Oh, reicht es aus? Da ist der Critterize und noch der Heal von Uther, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht und damit kann hier Whiskey Coker weiter drücken. Kann in der Midlane vielleicht schon das Gate loswerden, aber nee, sieht nicht so aus. Sie wollen es mit dem nächsten Dragon Knight machen. Vella holt sich den Bottom Shrine und oben ist auch schon Tyrande unterwegs, um den Top Shrine zu sichern. Und zeitgleich noch das Bruiser Camp. Mann, das wird ein harter Push mit Bruisern. Mit zwei Reihen von Bruisern, die nächsten stampfen nämlich hier oben noch weiter durch. Und dem Dragon Knight, das ist wirklich sehr, sehr hart. Da muss Fnatic sich warm anziehen, wenn sie das irgendwie packen wollen. Oh ja. Roll geht wieder rein. Und das ist der nächste Dragon Knight. Damit sollte das Bottom Fort wirklich der Geschichte angehören. Und oben müssen halt zwei Reihen von Bruisern gestoppt werden. Das macht hier Fnatic sehr, sehr gut. Geht auf die Bruiser, bevor sie schon an die Türme rankommen. Und halt gerade auch Kessel ist da halt ganz besonders wichtig. Mit seinen Stürmen kann er die Bruiser halt sehr, sehr schön clearen. Werden trotz allem ein bisschen Schaden anrichten. Nicht allzu viel. Aber das kauft natürlich Whiskey Coker auch Zeit, hier unten auf die Botlane zu gehen. Da mit dem Dragon Knight immer mal wieder rauf zu pushen. Und eben das Gate auszulöschen. Das es ihm dann halt ermöglicht, später leichter das Keep rauszunehmen. Und auch für die Minions einfach viel, viel besser ist, um da ranzukommen. Also Whiskey Coker wirklich in der perfekten Situation gerade. Und sie haben jetzt auch Level 20 erreicht, holen sich einmal Bolt of the Storm. Da haben wir Celestial Wrath, damit der Starfall jetzt überall auf der Karte eingesetzt werden kann und nochmal 30% extra Schaden macht. Und natürlich Big Red Button für Tychus, für den Odin. Und Storm Shield haben wir auf Brightwing und Unstoppable Force auf Muradin. Also auch der holt sich die Verbesserung für seinen Heroic. Und sie rotieren einfach nur durch, holen sich hier die Gates, holen sich die Tower. Einfach mehr oder weniger die sichere XP, um dann halt später leichter auf die Keeps zu kommen, wie gerade schon erwähnt. Aber mit zwei Level Vorsprung, ja, jetzt ist gleich noch einer. Trotz allem, ich meine, sie spielen es sicher runter, macht deutlich mehr Sinn. Und Whiskey Coker, ich meine, die hatten früher fast nie eine Chance und jetzt spielen sie hier so stark. Es muss wohl an dem leicht veränderten Lineup liegen. Wie gesagt, das sind ein paar Spieler, glaube ich, von AFK One dabei. Und da kommt die Rotation. Oh, Shinobu sehr, sehr weit vorne. Aber der dreht auch sofort wieder ab. Siege Camp, können sie hier briben? Ja, genau so ist es. Einer wird gebribed und den nächsten, den können sie sich einfach ganz, ganz schnell holen. So viel DPS hier auf Seiten von Whiskey Coker durch den leichten Levelvorteil. Und ich meine, Vella, die haut es dann auch wirklich raus. Shinobu hat sich hier schon eine gute defensive Position gebracht. Und Heroics sind jetzt alle wieder da. Also auch Blink hier wieder verfügbar bei Brightwing. Und da kommt der Engage, da kommt die Avatar-Form auf Freds. Focus Fire kommt, geht komplett auf Freds. Der Starfall super gesetzt auf alle. Freds wird nochmal geheilt. Kommt er davon? Ja, sieht so aus, kriegt nochmal ein Schild mit drauf.
Ace of Spades kriegt jetzt hier einiges an Schaden ab. Auch Kessel kriegt einiges an Schaden ab. Und da ist der Stun. Kessel wird rausgenommen. Shinobu muss aufpassen. Und von Top sollte hier eigentlich den letzten Blow kriegen. Ah, ich glaube, es war Roll. Aber das ist scheißegal, denn sie haben sich hier den Doppelkill geholt. Damit muss das Keep jetzt hier drauf gehen. Rainer auch noch drauf gegangen. Mann, wie haben sie denn den gerade noch erwischt? Mit drei Helden drauf, mit dem Keep, was entfallen ist. Und eigentlich noch sehr, sehr viel Mana, sehr, sehr viel Gesundheit hier auf Seiten von Whiskey Coker. Müssen sie sich jetzt auch den Sieg holen. Ace of Spades kommt nochmal rein, kriegt sofort einen Polymorph vor den Latz. Und damit muss der Core fallen. Ja, oben nochmal die Eule reingeschossen. Einfach nur oben drauf. Und das ist der Sieg für Whiskey Coker. Ich glaube sogar, das ist der erste Sieg in der kompletten Heroes Champions League für Whiskey Coker. Und da muss man sagen, Hut ab. Hut ab. Auch wenn es hier teilweise mit Stand-ins war, muss ich sagen, ist es doch ein sehr, sehr schönes Spiel für sie gewesen.